Grünhandmaschinen und Anlagen sind sehr langlebig. Viele unserer Anlagen sind schon seit über 20 Jahren im Betrieb. Die Maschinenverfügbarkeit ist dann natürlich nicht mehr wie am ersten Tag. Während Maschinenbauteile noch nach Zeichnung nachgebaut werden können, sind Verschleißteile und vor allem auch Elektroteile häufig im Markt nicht mehr erhältlich und teilweise auch seit längerem schon abgekündigt. Dieses Beschaffungsrisiko wollen unsere Kunden natürlich nicht gerne eingehen. Bei diesen Arbeiten, die wir vor Ort beim Kunden durchführen, werden wir oft mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Es gibt immer wieder Bauteile, bei denen erst nach der Demontage der Verschleiß zu erkennen ist. Dieser ungeplante Mehraufwand wird natürlich auch im Rahmen des Retrofittes abgearbeitet bzw. die defekten Teile instand gesetzt. Im Zuge des Retrofits einer Anlage hat es sich als sehr hilfreich herausgestellt, einzelne und umfangreiche Komponenten direkt ins Werk nach Hamburg zu versenden, um sie hier aufzuarbeiten. Das Demontieren, Reinigen, Aufarbeiten und Austauschen defekter Teile hat sich sehr bewährt. Die Stillstandzeiten der eigentlichen Anlage konnten merklich reduziert werden. Das Retrofit wird selbstverständlich auf Basis der aktuellen Maschinenrichtlinien durchgeführt. Dies bedeutet, dass die aktuellen Sicherheitsstandards umgesetzt werden und gegebenenfalls auch eine neue Zertifizierung erfolgt. Nach dem Retrofit lag die Maschinenverfügbarkeit wieder bei nahezu 98%. Die Maschinenführer arbeiten wieder mit einer sehr zuverlässigen Anlage. Die Qualität der Produkte konnte teilweise erhöht werden, weil die verbauten Teile im Vergleich zu den original gelieferten Teilen eine höherwertige Produktion zuließ. Grünhardt ist ein starker und zuverlässiger Partner, auch für Maschinen, die schon in die Jahre gekommen sind.